Die große Hoffnung für viele in der Formel 1 ist Audi. Seit seinem Bekanntwerden, dass die VW-Tochter 2026 in die Formel 1 kommt, hoffen viele, dass sich dadurch auch die Formel 1 verändert. Dass es noch größere Spannung gibt als bisweilen. Gut, lassen wir mal 2023 mal außen vor, da war bis auf Singapur so gut wie gar nicht spannend. Aber viele hoffen auch durch Audi als deutschen Autobauer, dass auch für den Deutschland oder gerade für das Land Deutschland eine Menge wieder in Bewegung kommt. Sei es eben ein Deutschland Grand Prix, den wir seit 2019 nicht mehr im Rennkalender wiederfinden, aber auch die deutsche Hoffnung, möglicherweise, dass der Nachwuchs wieder kommt und vor allem eines Tages vielleicht ein deutscher Fahrer in einem deutschen Team. Das alles lässt hoffen. Doch jetzt gibt es einen, der zumindest mal, was das Sportliche betrifft, die Erwartungen ein wenig dämpft. Das ist kein geringerer als James Key. Wer er ist, für alle die, die ihn nicht kennen, was er sagt und warum er glaubt, dass 2026 man noch nicht die größten Hoffnungen auf Audi setzen sollte, jetzt bei uns. Ja, jetzt noch diese Saison 2024 und die Saison 2025. Wenn wir die beiden rumkriegen, diese beiden Jahre, dann kommt Audi. Was in den zurückliegenden Wochen teilweise ein wenig zweifelhaft schien durch den neuen Audi-Chef Gerd Döllner, ist also nun jetzt wieder in Stein gemeißelt. Alle Zweifel beiseite geräumt, nun wieder der volle Fokus auf das Audi-Projekt. 2026 soll es endlich soweit sein und schon in den vergangenen Monaten gab es eine Vielzahl von Spekulationen, wer möglicherweise eines Tages für Audi an den Start gehen könnte, aber eben auch, was durch Audi alles in Bewegung kommen könnte. Rein sportlich betrachtet sollen, zumindest mal nach James Key, die Erwartungshaltung nicht allzu groß angesetzt werden und damit willkommen. Der technische Direktor des noch sauberen Rennstalls aus der Schweiz, der wiederum sagt, man muss dem Team eine gewisse Anlaufzeit einräumen und sagt Folgendes: Ich schätze, das Endprodukt, das wir uns vorstellen, sehen wir wahrscheinlich erst 2027, denn bis dahin ist noch sehr viel zu tun. Und wie er selber auch betont, geht es konkret im ersten Schritt darum, den Zitat sehr bedeutenden und gut ausgearbeiteten Plan für den Audi-Einstieg schrittweise umzusetzen. Und fügt hinzu, Priorität hat derzeit, dass wir im Hintergrund versuchen, die richtigen Leute für uns zu gewinnen, wenngleich wir natürlich schon einige sehr gute Leute hier haben. Klar ist, Audi muss und musste früher anfangen, ansonsten wären die anvisierten Ziele so nicht wirklich zu erreichen. Wir wissen auch gerade, wenn es um die personelle Frage geht, braucht es natürlich auch einen gewissen Vorlauf. Wir wissen, in den Verträgen ist immer die Einjahressperre mit enthalten und nur in ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Andreas Seidel in Persona, der durfte das McLaren-Team verlassen und direkt dann also zum Schweizer Team wechseln, zum noch Schweizer Team, muss man ja viel mehr sagen. In anderen Fällen, wie zum Beispiel als Mattia Binotto Ferrari verlassen musste, auch wenn es ja offiziell so verbreitet wurde, dass vielmehr beide Seiten sich darauf verständigt hätten. Aber auch ihn, für ihn galt natürlich auch diese Einjahresschwäche oder eben auch wie im vergangenen Jahr, als Ottmar Schaffnauer das Alpine-Team verlassen musste. Er fügt weiterhin zu, James Key, es gibt ja immer einen gewissen Vorlauf durch Freistellungen und dergleichen. Das ist uns natürlich bewusst. Es gibt allerdings auch vieles, das wir auch ohne zusätzliche Leute jetzt schon machen können. Angesprochen auf die Frage, was er konkret damit meint, hat er sich ein bisschen zurückhaltend geäußert und lediglich gesagt, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir uns in allen Schlüsselbereichen verstärken, eigentlich sogar in allen Bereichen. Da muss jeder eine Schippe nachlegen und zwar unabhängig davon, wo er sich befindet in unserem Projekt. Das ist das kurzfristige Ziel und damit befassen wir uns aktuell. Danach müssen wir schauen. Ja, und vor allem auch soll parallel, denn Audi ist ja das eine, das dann 2026 kommt, aber aus dem bestehenden Sauberteam viel mehr dann herauswachsen wird. Und wir wissen, die Performance von Alfa Romeo ehemals, so hieß man ja bis zum Ende der Saison 2023, jetzt in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr hat man sicher einen sehr
nennen wir es ungewöhnlichen Namen, angeeignet. Man hat ja so ein bisschen die Zuschauer, zum einen unsere Zuschauer, aber auch natürlich Formel-1-Fans, doch stark verwirrt, denn man hat natürlich Mitte Dezember ja zum einen mal den Namen herausgegeben. Wir wissen, wie man es dann formuliert hat. Und letztlich hat man auch gesagt, okay, dieser Name Kick F1-Team oder State F1-Team, Kick Sauber, so hat man den Namen ja Mitte Dezember präsentiert. Gleichzeitig als die FIA ihre sogenannte Entry-List, also die Nennliste herausgegeben hat. Und nachdem man zeitversetzt gemerkt hat, hoppla, das stößt irgendwie so auf nicht allzu viel Begeisterung, hat man dann ein Statement herausgegeben und eigentlich so ein bisschen zurückgerudert, so schien es zumindest mal. Und dann gesagt, okay, wir wissen, okay, wir haben gemerkt, diese Bekanntgabe hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und ja, da kommt noch was. So hat man es im Endeffekt verlauten lassen und hat den 1. Januar, der Neujahrstag, dann auch als neues Datum herausgegeben. Und das hat man am 1. Januar dann präsentiert. Ja, den gleichen Namen, den man 2 Wochen vorher auch schon präsentiert hat. Und da hat man sich so ein kleines bisschen, ja, kann man sagen, verschaukelt gefühlt. Ich würde jetzt einen anderen Begriff nehmen, aber das ist ja nicht so werbefreundlich. Deswegen sagen wir einfach verschaukelt. Und da gab es auch die Frage, wenn wir schon gerade beim Thema sind, von den einen oder anderen, also der eigentliche Teamname ist natürlich Stake F1 Team. Das, was dahinter herkommt, das ist dann der Name für das Chassis. Aber wie ist das eigentlich in Ländern, wenn, und das trifft ja bei Steak nun mal zu, Steak ist nichts Essbares, auch wenn viele immer mit Steak und Steak verbinden, wird ja leicht anders betont. Bei Steak handelt es sich ja um ein Glücksspielunternehmen. Steak und Kick, beide Sponsoren von Sauber, gehören ja zum gleichen Unternehmen. So, und die Marke Steak ist Glücksspiel. Krypto-Glücksspiel, und das ist in vielen Ländern nicht erlaubt. Deutschland, gut, das ist eigentlich egal, hier fährt eh keine Formel 1. Aber in anderen Ländern ist der Name, oder vielmehr ist die Bewerbung dieses Namens, dieses Krypto-Glücksspiels, schlichtweg verboten. So, da kam die Frage, aber was macht das Team dann eigentlich, wenn in solchen Ländern gefahren wird, wo aber der Name Steak nicht beworben werden darf? Und obwohl man eigentlich den Namen, also den Teamnamen, den neuen für 24 und 25, auf Steak F1 Team Kick Sauber benannt hat, wird es dann in diesen, total bescheuert eigentlich, wird es in diesen Ländern dann Kick F1 Team heißen. Und das Kuriose ist, es heißt dann, Achtung, Kick F1 Team Kick Sauber. Ist kein Scherz, ist tatsächlich so. Gut, aber klar ist natürlich auch, man muss natürlich auf die Jahre 24 und 25 blicken seitens der Sauber Group. Denn wenn wir da auf 23 zurückblicken, es war schon ein desolates Jahr. Platz 9 in der Konstrukteurswertung und es roch über die gesamte Saison hinweg nicht danach, dass man da sich jetzt wirklich mal aus diesem Sumpf da mal herauskatapultieren könnte. Es gab mal ein kleines Hoffnungsschimmerchen, also wirklich ganz klein, als nämlich Valtteri Bottas und Quanji Zhou beide in einem Rennen unter den Top 10 waren und demzufolge Punkte einfahren konnten. Das gelang weder davor noch danach noch ein weiteres Mal. Klar ist eben, 24-25 muss besser laufen für Sauber, aber auch im Hinblick auf 2026, wenn dann tatsächlich Audi kommt. Und da sagt James Key, in der Vorbereitung auf 2026 dürften wir schon deutlich besser dastehen. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit an die Hand, den nächsten Schritt zu machen, den wir auch machen müssen. Und man hält auch die Örtlichkeit in Hinwil in der Schweiz auch nach wie vor für den richtigen Ort, entsprechend wo die Voraussetzungen auch erfüllt sind. Hier heißt es, ich glaube, die Stabilität unter dem aktuellen Mehrheitseigentümer hat dem Team gut getan. So konnte es wachsen. Und jetzt stehen einige spannende Entwicklungen für die Zukunft an. Und vor allem hat es auch ein bisschen konkretisiert, es gehe um eben Bestehendes zu konsolidieren, aber auch das Potenzial zu erkennen. Und das heißt, manches lässt sich mit dem bestehenden Team und den bestehenden Anlagen schon angehen. Das ist mal so diese sportliche Perspektive, was Sauber betrifft, beziehungsweise State F1 Team, dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Weil ich erwähne ja State F1 Team. Ist ja in Deutschland verboten, lustigerweise. Aber wir kommen auch mal noch auf die personelle Situation zu sprechen. Wir wissen,
Bei einer Vielzahl von Piloten läuft Ende diesen Jahres der Vertrag aus. Und unter ihnen befindet sich auch Valtteri Bottas, der Alpha oder Ex-Alfa Romeo und jetzt künftiger Stake F1-Team oder Kick F1-Team. Da kann man ganz, ja, kurios, ist alles so wild durcheinander, chaotisch. Hoffentlich wird es nicht so auf Audi übertragen, ansonsten wird das eine Bauchlandung werden 2026. Jedenfalls, Valtteri Bottas befindet sich auch unter den Kandidaten, dessen Vertrag eben zum Jahresende ausläuft. Und er hat sich felsenfest vorgenommen, zum einen früh genug mit Sauber in die Verhandlungen zu gehen. Und er ist auch sehr hoffnungsvoll, dass er, auch wenn Audi kommt 2026, einer der Stammfahrer sein könnte. Und er leitet es ein bisschen auch davon ab, 2023 habe Sauber auch die einjährige Verlängerungsklausel im Vertrag, die im Vertrag verankert war, aktiviert. Und ja, so hoffe er nun auch für den, oder auch für 25 einen neuen Vertrag zu bekommen. Und er geht auch davon aus, dass wenn er einen Vertrag für 2025 bekommt, er auch höchstwahrscheinlich ein Jahr später, wenn Audi dann 2026 kommt, er ebenfalls im Auto, im Audi-Auto sitzen wird. Und über seine eigentliche Zukunft in der Formel 1 hat der Fiene Folgendes nämlich gesagt: Die Formel 1 ist das Wichtigste für mich. Ich bin immer noch hungrig, irgendwann wieder auf das Podium zu kommen. Das Audi-Projekt könnte die nächste Gelegenheit sein. Er sagt auch, es gibt zwar noch keine formellen Gespräche mit dem Audi-Management, damit er sich für 2026 positionieren kann, aber diese Gespräche seien eben für ihn eine persönliche Priorität, die er im frühen Teil des Jahres 2024 angehen möchte und sagt, soweit ich weiß, werden sie Anfang diesen Jahres Entscheidungen für die kommenden Jahre treffen. Also noch nicht, ich werde diese Gespräche im ersten Quartal führen. Wenn Audi dann kommt im Jahre 2026, wird Valtteri Bottas stolze 37 Jahre alt sein. Gut, wir wissen natürlich, das Alter ist nicht unbedingt ausschlaggebend dafür, ob du noch über die nötige Performance verfügst. Wir sehen anhand von Fernando Alonso, das geht sehr wohl und er fühlt sich auch im Auto sehr wohl und da ist ja auch noch einiges möglich und was er alles kann, hat er vor allem 2023 im Aston Martin bewiesen. Aber er sagt auch, okay, sollten die Gespräche mit Audi scheitern, dann will er Verhandlungen mit anderen Teams aufnehmen. Und sagt, ein Teil von Audi zu sein, wäre meine oberste Priorität und Präferenz. Aber wenn das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein sollte, würde ich auf jeden Fall mit anderen Teams sprechen. Ich möchte hier bleiben, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Sport für mich noch einige Dinge unvollendet sind. Gut, die Frage, die es natürlich gäbe, ist letztlich, welche Dinge sind noch unvollendet? Seine Zeit bei Mercedes, die war auch, naja, nicht gerade so durchgehend von Erfolg geprägt. Sagen wir es mal so, er war halt die klare Nummer 2 im Team. Er hat selber zugegeben, dass es lange gebraucht hat, damit er das auch versteht, dass es da im Endeffekt eigentlich nicht darauf ankommt, dass beide die gleichen Chancen haben, sondern Valtteri Bottas war schlichtweg der Wasserträger für Lewis Hamilton. Und den ein oder anderen Grand Prix konnte er zwar gewinnen, aber die Frage ist, um welche unvollendete Sachen könnte es denn bei Valtteri Bottas gehen? Man könnte sagen, okay, ihm wäre es noch wichtig, da noch den ein oder anderen Sieg einzufahren. Oder, was wahrscheinlich wohl am naheliegendsten für ihn wäre, der Gedanke, Weltmeister zu werden. Aber ich möchte jetzt ungern meine Meinung dazu einbringen, gerne die Frage euch überlassen. Ist Valtteri Bottas in der Lage, Weltmeister zu werden? War er es von seiner eigentlichen Performance bei Mercedes? War er da in der Lage? Gut, jetzt mit Alfa Romeo respektive Stake F1 wird es wahrscheinlich eher weniger der Fall sein. Man muss eher darauf hoffen, dass man nicht wieder auf Platz 9 in der Konstrukteurswertung landet. Ist dann was für 2026 drin, aber auch da kommt Audi. Wir haben es gehört am Anfang dieser Sendung, man ist da noch ein bisschen zurückhaltend, eher mit Fokus auf 2027. Es wäre ja auch vermessen zu sagen, also wer ja wirklich glaubt, Audi käme in die Formel 1 und würde von der ersten Sekunde ab an mit den Top-Teams, mit Red Bull, mit Ferrari, mit Mercedes und mit McLaren, je nachdem, wer da ganz vorne ist, da wirklich um Siege und um Weltmeisterschaften mitfahren oder gar um Podien.
Also ich glaube, da muss man alle so ein bisschen den Ball flach halten. Also bräuchte ja eigentlich Valtteri Bottas mindestens einen 3-Jahres-Vertrag. Wir wissen, dieses Jahr läuft sein Vertrag aus. Er braucht einen für 25. Wenn er einen für 25 bekommt, daraus zieht er den Schluss, dass, wenn er für 25 gesetzt ist, er automatisch auch für 2026 einen Vertrag bekommt. Da wissen wir von James Key, naja, da wird noch nicht so viel passieren. Also erst 2027. Valtteri Bottas bräuchte ja mindestens einen 3-Jahres-Vertrag, um seine unvollendeten Dinge, die er selber so beschreibt, dann tatsächlich noch zu vollenden zu können. Und das ist doch dann wahrscheinlich ein wenig unrealistisch. Und ohnehin, einfach nur mal so im Raum stehen lassen, meinerseits, bedeutet es automatisch, wenn du einen Vertrag für 2025 bekommst, dass du auch automatisch dann für das große Audi-Projekt in Frage kommst? Was stellt sich Audi dann am Ende des Tages vor? Und vor allem auch, was hat Valtteri Bottas bisweilen zum weiteren Aufbau des Alpha- bzw. Sauber-Teams beitragen können? Das sind alles Fragen, die könnt ihr euch stellen und gerne in die Kommentare natürlich reinschreiben. Aber genau diese Fragen wird sich natürlich auch die Audi-Etage, die Audi-Führungsetage, die werden sich natürlich diese Frage ebenfalls stellen, ob er da tatsächlich der richtige Mann dafür wäre. Oder ob man dann sagt, okay, einen Jahresvertrag für 25 gibt es noch, aber dann ist klar, dann kommt Audi und dann kommen ganz andere Fahrer. Und gibt es ja schon Namen, die da kursieren. Laut einem Bericht könnte Esteban Ocon irgendwie ganz oben auf der Liste von Andreas Seidel stehen. Das wiederum würde bedeuten, einer der beiden jetzigen Fahrer müsste auf jeden Fall das Team verlassen, Quanji Zhou oder entsprechenden Valtteri Bottas. Also aus meiner Perspektive, ohne jetzt groß meine Meinung dabei kundzutun, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Valtteri Bottas 2026 generell noch in der Formel 1 ist. Weil welches Team sollte dafür letztlich in Frage kommen? Und auch, klar, Valtteri Bottas, er ist dann immer noch jünger als Fernando Alonso. Aber sind wir auch ehrlich, Fernando Alonso hat natürlich einen anderen Stellenwert in der Formel 1 als einen Valtteri Bottas. Denn eben Fernando Alonso, der hat 32 Siege und er hat vor allem auch 2 Weltmeisterschaften gewonnen. Beides, das Valtteri Bottas allerdings nicht vorweisen kann. Also sind wir gespannt. Was ich vermute, könnte mir gut vorstellen, wenn er nicht ganz irgendwie den Wahnsinnsleistungsabfall in diesem Jahr hat, dass er nochmal einen Einjahresvertrag bekommt, aber mitnichten für 2026. Eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle und tschüss.